Als erstes fällt mir das Wort Entwicklungsgeschwindigkeit ein. Unsere DevOps werden dadurch wesentlich unterstützt durch die Ressourcen, die wir in der Open Telekom Cloud haben. Wir haben weniger Administration, unsere Entwickler können direkt durchstarten. Das laufende Projekt ist das erste für hybride Form in einer Cloud und unsere Geschäftsstellen waren daher eher skeptisch mit dem Gang in die Cloud, da sie die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit unserer eigenen Rechenzentren kennen und schätzen. Mit der Telekom im Rücken der Open Telekom Cloud und den vielen wichtigen Zertifizierungen, die die Open Telekom Cloud innehat, konnten wir unsere Geschäftsstellen davon überzeugen, dass der Weg in die Open Telekom Cloud der richtige Weg ist. Ressourcen können genau dann gebucht werden, wenn sie benötigt werden. Wir können sie pausieren, wir können sie abschalten, wir können sie komplett wegwerfen, wenn wir sie nicht mehr benötigen. Und wir können einfach mal Sachen ausprobieren in der Entwicklung. Zum Beispiel können wir ausprobieren, wie skaliert unser System horizontal, vertikal, wie reagiert unser System auf Updates von verschiedenen Produkten, zum Beispiel von Kubernetes oder von Datenbanken. Oder zum Beispiel, wie reagiert unser System auf stärkere oder schwächere, aber damit günstigere Flavors. Der Kontakt mit unseren ersten Ansprechpartnern ist sehr gut. Man merkt, dass alle Ansprechpartner immer daran interessiert sind, eine gute und richtige Lösung zu finden. Oft werden Fragen direkt im ersten Gespräch beantwortet. Wenn Fragen nicht beantwortet werden können, werden sie ins Backoffice mitgenommen und von unseren Ansprechpartnern verfolgt. Bisher haben wir für jeden Fall eine Lösung finden können. Datenschutz ist natürlich eines der höchsten Güter für die Hybridform. Wir verwalten die Daten von unseren Kunden. Wir haben personenbezogene Daten bei uns im Unternehmen. Und da ist natürlich wichtig, dass wir einen sehr guten Partner da an der Stelle haben. Und den haben wir da mit der Open Telekom Cloud und der T-Systems gefunden.